Hallo meine Freunde, weiter geht's mit Dead Rising 3. Es ist jetzt 23 Uhr. Und wir nähern uns mit kleinen, aber feinen Schritten an 2014, an Silvester. Ja! Langsam wird's. Also dieser Part geht bis 23.30 Uhr. Um 23.45 Uhr sehen wir uns dann wieder zum großen Finale. Finale! 23.45 Uhr bis 0.15 Uhr. Geht dann das Finale und ja, lasst euch überraschen, was noch alles auf euch war. Das Auto, nee doch. Nee, das Auto war's nicht. 4 von 10 bei Candice. Huah! Fast. Fast. Huah, ja. Ja. Das kann ich doch ein bisschen besser als der. Ja. Hau die Biker platt. Und den erwischte. Oh, oh. Das Auto brennt. Du hast steig aus. Und gleich ins nächste rein. Nein, das. Okay. Komm, steig ein. Brave Junge. Oh. Ja, das sind die Biker. Mit ihren Molotow-Kugeln. Dusch. Haben wir es. Das ging jetzt schnell. Das muss ich jetzt auch sagen. Ja, das ist jetzt gut gegangen. Aber jetzt kommt dann was anderes. Videos sind ganz lassen, oder? Ja, das ist schon gut. Und schlüffelt man nicht meinen Kaffee. Jetzt ist schon Kaffee. Hey! Ich hab genug von euren Spielchen! Ich reiß dir das Herz aus, Mann! Markenwerbung. Sprite wird gesponsert. Oder sponsert uns. Sie wissen es nur noch nicht. Du bist tot! Ich muss noch ganz kurz darüber, denn beim PC sind die Boxen noch angeschaut. Bist du dir sicher? Ja. Oh Gott! Achso, das ist blöd, ne? Jupp! Warte dich, warte dich, warte dich, warte dich! Mein Arsch tut weh, mein Arsch tut weh. Woran das wohl liegt? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ja, es war eigentlich das Beste, jetzt kannst du eigentlich überspringen. Okay. Mal sehen, ob du bei denen auch so schnell bist. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ach so ist die Runde gegangen. Am besten Molotovs nehmen, die liegen auch überall in so Kisten rum. Dann sind die Grüne nicht einfach. Du schießt hinten auf die Kiste. Das war so gut. Ja, warte jetzt und nimm der Anlauf. Ja. Jetzt hinlaufen! Sprinte! Sprinte! Und jetzt Y und B gleichzeitig. Klopp in die Fresse, klopp in die Fresse. Und Y, B. Und klopp in die Fresse, klopp. Natürlich muss man jetzt dazu sagen, das Spiel habe ich schon einmal ausgespielt. Jetzt seht ihr hier links oben den Lebensbalken schon wesentlich größer und auch die Stärke wesentlich und ausgebaut. Level 43, okay, ja. Das ist. Ja. So geht's halt schneller, ne? Jo. Wie er jetzt durch die Maske geflogen hat. Und Vollgas. Und er brennt. Und brennt. Und jetzt brennt noch mehr. Juhu. Mehr. Das reimt sich sogar. Es hurra. Brennt mehr und er. Oh Nick, oh mein Gott, unser Retter. Rockabella. Okay. Ich habe Zombies erledigt, aber die sind ja schon tot, oder? Aber noch kein Mensch. Vielleicht hätte ich das anders erleben können. Leck mich. Kapitel 1, Fußstück. Du hast weitere Attributpunkte erhalten. Fortfahren.
Jetzt ist es schon spät, jetzt werde ich langsam müde. 23 Uhr, Party hard, Chor. Kommt zu glauben, es ist schon der letzte Part vor 2013. 14. Zurück in die Zukunft, ne? So ungefähr, ja. Motorrad Walter. So, was wollte ich jetzt? Jetzt werden wir mal hier ein paar Punkte verteilen. Hast du das eigentlich nicht? Brauchst du das nicht, oder schon? Ich hab's nicht so wirklich gebraucht. Ich hab mehr die hier ausgebaut, wie du siehst. Mhm. Jo. Was hast du jetzt ausgebaut? Fernwaffen? Na, Mechanik. Mechanik? Mechanik, was, ja. Was hat mir das gebracht? Jetzt warte mal ein bisschen. Gruppengröße und Schaden. Schaden durch männliche Überlebende. Achso, das ist, ja. Ich nehme irgendwie nie Überlebende mit zum Kampf, weil die nerven mich irgendwie nur mehr, als sie nützen. Die sterben sowieso. Y ist übrigens der Flammenwerfer. Was jetzt nicht geht. What? Was? Na, das ist RB. Ja, dann eben das. Glaubt ihr halt nicht alles, was man dir sagt. Ich hab eh. Ja, das war ein Fahrzeug. Das ist ein totes Fahrzeug. Ein totes Zombie-Fahrzeug sozusagen. Bom, 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 bom. Badam, dam, dam, dam. Ja, kann man das einfahren? Nee. Wenn es weitergehen würde, vielleicht. Nein. Hier geht's auch wieder nicht weiter. Was soll der Mist? Ja, du kannst auf der Karte sehen, da siehst du die ganzen eingezeichneten Sperren. So, noch ein bisschen näher. Du kannst jetzt da einfach rückwärts die Straße rein und dann kannst du da hochfahren, aber dann ist auch da Schluss. Was ich so cool gefunden habe, das ist mit der Ampel. Hast du diese Waffe? Ja, mit der Ampel ist witzig. Hast du den Blinding 3 oder nicht? Ja. Echt? Sicher. Warum sagst du da nichts? Ja, ich hab's zu Weihnachten bekommen. Entschuldigung. Das ist aber auch ein schönes Weihnachtsgeschenk hier. Das war ein Metzelspiel für die Next-Gen-Konsolen zu Weihnachten, das Fest der Liebe. Naja, viel Liebessaft fließt ja hier. Ja, irgendwie schon, oder nicht? So, das sind wieder die Raudis. Ja, quasi nieder, die... Wow. Genau. Okay, mein Bike ist hübsch. Oh, ist echt in den Hafen jetzt ganz geschmeidig. Wow. Ich werde echt müde. Muss mal mehr Tee trinken. Tetris trinken. Tetris trinken. Hast du das nicht gemacht? Gibt's aber cool. Zombies metzeln. Badam bam badam bam 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 bam. Komm, fahr rüber da. Mauer! Feuerwehrfahrzeug! Mauer! Zombie! Rückwärts! Wie der Anzug auch gleich rot wird anstatt gelb. So kann man auch ein Fahrzeug umlackieren. Das war ein Motorrad. Das war ein Motorrad, ja. Brennt ihr Säcke! Was machst du? Wow. Was machst du hier übrigens? Warum läuft hier nicht? Achso. Das Fahrerflucht, also mit Fahrzeugen. Okay. Fahrzeug. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Ja, ich hab das zu Hause auch schon gemacht, das haben wir gedacht. Also. Ich bin eh schon hier, dann geht es einfach nur. Was fällt dir ein? Was? Was hat man denn auch an gestartet? Ich hab keine verdammte Ahnung. Scheiße. Ja, mach mal, bis du überhaupt wird. Ja, Zombies niedermetzeln. Ja. Bum 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 bum. Hast du das gesehen, wie der Holzzahn mich jetzt aufgehalten hat? Ja. Ein beschissener Holzzahn. Für das sind Holzzäune bekannt. Wie viele Zombies sind es denn? Bist ja. Boah! Ja. Wir waren jetzt 33.113, 149, 148. Irgendwas.
Jetzt brennst du. Ja, schießt da auch immer so geil raus. Mit einem Hechtsprung. Oh, Muscle Car. Muscle Tough Car. Was machen wir jetzt eigentlich? Dun, 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 dun. Just for fun. Just fun, 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 fun. Ich bin jetzt hier. Spielclip aufgezeichnet. Von der Karte. Da sollte ich hingehen. Nicht wahr? Nein. Schon. Nein. Schon. Nein. Schon. Nein. Das ich schon mal Nein. Gemacht. Das mache ich jetzt. Was ist das? Der Chinese, oder? Ja, der Chinese. Ja. Der Opa. Das Auto bremst so stark ab, wenn du ein normales Fahrzeug fährst. Hinten hängt noch eine dran. Jetzt nicht mehr. Aber dafür am Dach. Jetzt nicht mehr. Vorsichtig, vorsichtig. Da bist du schon vorbei. Da kommst du nicht immer durch, so viele sind. Alles muss gehen. Die Hälfte brennt schon. Nochmal mit Schwung. Mit mehr Power. Oh, Vorsicht, fast. Vorsicht, Tommy, Vorsicht, fast, Vorsicht. Mir gefällt, wie sie hier fliegen. Jetzt muss ich hier raus. Ja. BY. Ich probier's ja, aber es funktioniert auch nicht. Jetzt habe ich einen Ohrwurm von dem Scheiß. Letztens hatte ich einen Ohrwurm vom Lambada. Lambada? Ja. Lambada kennst du, oder? Ich weiß jetzt nicht, sind wir vor. Das kann ich die Melodie selbst nicht mehr. Lambada kennt ihr doch sicher alle. Ach so, ja. Letztes Mal ja, habe ich gesehen, das Video, ja. Ach, verdammt, jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm. Verdammte Lambada. Lambada. Woher kommt der überhaupt? Aua. Ist ja nicht ganz dicht. Ich hau ihn einer mit dem Granatenhammer. Zieht aber nicht gerade viel ab, ne? Nein, ehrlich gesagt nicht, ne? Aber die auch nicht. Was ist jetzt hier? Achso, ich habe eh einen Schuss. Wo ist hier der Penner? Da ist er, der Penner. Und da, und da. Ui. Achso. Irgendwie vermögend, der mich. Das war für mich auch nicht so wirklich viel Schaden. Vor allem hast du nur 6 Schuss. Ich weiß. Aber wo ist er jetzt? Das kann sein, dass er auf dem Dach. Nee, hier. Ja. Das kannst aber auch, warte mal, was hast du noch alles mit? Motorsägen, denkst du? Wenn du die Sense nimmst, der macht auch Feuerschaden. Weil jetzt hat er dich schon. Ich hab noch einen zweiten, glaube ich. Der macht dich ziemlich fertig. Ich denk's mir gerade. Wenn er ein bisschen weg. Oh, wenn er ein bisschen weg ist, dann nimm den Orangensaft. Der hat die genau gejagt. Wirf auf ihn. Ah, jetzt kannst du. Er ist ganz schön lästig, muss ich sagen. Nimm den Orangensaft, nimm den Orangensaft. Und trink den Orangensaft. Der Saft möge mit dir sein. Komm, nimm dir das Sturmgewehr. Wo ist er? Da hinten. Da oben ist er, auf der Säule. Jetzt ist er runtergefallen. Er dreht durch. Ah, wie heißt der? Sinsam. Beruhige dich, also geht ja nicht die Sprachsteuerung. Xbox andocken. Xbox andocken. Mach den Typen endlich kalt. Das ist der erste Endgegner, stell dich doch nicht so blöd an. Nee, eigentlich der zweite. Wieso? Ja gut, der eine, der war ja... Dann gesehen, wie schnell der weg vom Besten war. Jetzt hast du ihn gleich. Mach den alten Sack fertig. Ist er jetzt fertig? Er ist fertig. Der alten Sack.
stirbt. Keine Wunder mit solchen Schuhen. Wie heißen die Schuhe überhaupt? Ich habe keine Verdammt. Holzschuh. Happy Good March Schlüssel. Bitte aufloben. Aufnehmen. Auf. Glauben. Kaloben. Kaloben. Oh! Haut ab, ihr verrotteten alten Pisser. Menschen, das ist ein Altenheim, Sie Idiot. Mit dem kann ich nichts kombinieren. Der ist schon kombiniert, glaube ich. Dieser komische Stecken. Ja, den er hatte. Ja. Ja. Aber die Nagelbombe ist auch ziemlich cool. Ja, ist lässig, ja. What? Was war das denn bitte? Haut ab, ich will das Ding nicht lassen. Und raus aus dem Bild. Also man kann sagen, man bekommt den Vorschlag Säge als allererstes, aber ich finde sie immer noch die coolste Waffe irgendwie. Oder eine der coolsten Waffen auf jeden Fall. Sie macht unglaublich viel Spaß. Also das ganze gesamte Spiel macht unglaublich viel Spaß. Wie er einfach auseinander sägt. Säg. Auch hier einfach mal so die Hälfte rausgeschnitten. Okay. Ja. Ist er nicht tot, oder wie? Nee. Jetzt ist er tot. B-Y. Da springt die Leiche noch weg. 33.326 Zombies getötet. Du. Boah. Und dieser Hammer ist toll. Jo. Schau, dass du davon haben willst. Macht einfach von Special Move. Ja, ja. Mal und denkst, beides lang. Weg da. Hier rauf. Hui! Das war jetzt nicht so. Ja. Die kleinste Idee. Obwohl, wenn es in die Luft geht, geht eigentlich relativ. Dann geht viel in die Luft, ja, das ist wahr. Komm. Das dauert eine Zeit, das Ding. Extrem lange. Jetzt ist sie. Jetzt ist sie in die Luft gegangen. Okay, war doch. Ich weiß. Ja. Verdammtes Lied. Verdammter Russe, der Schädlich erfunden hat. Ich bin müde. Warum bist du müde? Ich bin immer müde. Ich bin immer müde, ja. Immer wenn du hier bist, ich will dich nur loswerden. Ja. Ich bin müde, ich hab Migräne, müsste nicht gehen. Nö. Ich muss hier Zombies töten. Ah. Zombies töten, Zombies töten, zack und die Birne weg und Zombies töten, hey, was ist jetzt? Hey, hör auf mit dem Mist! Hör auf, verdammt! Konzentriere dich aufs Spiel! Konzentriere dich aufs Spiel! Wie denn? Minen! Was Minen? Ein Geschenk. Ich finde die Sense auch cool, aber wenn du da so einen Reaper-Kopf hast, dann macht er oben noch Totenköpfe drauf. Schon, oder? Ja, so eine Maske. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich habe keinen... I have no other, meint ihr. Schauen wir mal auf die Karte. In den Karten habe ich... Könntest noch Sachen sammeln für mich? Achso, da auf der Insel ist ja nichts mehr in der Stadt. Doch, nee, was sind die Sterne? Sterne sind nur was sind Sterne? Sterne sind Überlebenstraining. Training, doch, Überlebenstraining, ja. Wo ist jetzt diese Nebenmission? Warum hat er mir das... Welche? Die da, unter sich. Weit. Drück mal A. Also da drüben. Ah, da hinten ist sie. Puh, da, wie weit? Da muss ich weit fahren. Ah, okay. Das sieht auch so aus. mit dem Anzug. Ups. Sorry, Entschuldigung. Die Steuerung ist ein bisschen komisch, ne? Ja, überhaupt. Wie gesagt, jetzt schon ein bisschen nicht mehr lange gespielt. Slalom. Vor allem, dass das Motorradfahrer einfach so durch die ganzen Zombies durchfahren kann. Büp, büp. Ja, schau, er ist sogar so cool. Und ist hat zurückgeschoben mit den Füßen. Und ich hab mein Bike wieder. Und. Yeehaw!
Ja. Ich glaube, ich bastel mir auch so ein Ding. Ja, wie viel Kraft das Ding benötigen würde, dass sie die Walze vorne anschiebt. Ich glaube, da kennst du mit einem normalen Motorradantrieb nicht aus. Nein. Aber du würdest auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Verstehst du? Eindruck hinterlassen, ja. Sie brennen und sterben. Der rote Saft, Lebenssaft fließt in Strömen. Also bei dem Spiel wundert es mich wirklich nicht, dass es in Deutschland nicht erschienen ist. Wie kommst du drauf? Ja. Hast du die eigentlich wieder umdrehen? Nee, ich glaube, das explodiert jetzt einfach, ne? Nein, er hat die Handtasche. Du hast eine Handtasche! Oh mein Gott, er hat eine Handtasche! Aber da ist noch ein Auge. Oh, es brennt! Ist explodiert. Es hat gebrannt. Gebrannt. Warte mal. Brennt das? Nö. Hör auf, Mann! Ah. Oh Mann. Ich suche das Pitbull, das habe ich doch zu Hause auch gemacht. Das ist der blöde Vollidiot, der was die Motorsäge und das Beil haben will. Genau, ja, da kannst du dann die eine Waffe machen, die wir schon hatten. Ich gehe da mal. Nee, ich nicht. Schnell aufgegeben, was? Ja. So sind sie. Sprich mit Ravi. Ups. Nein, du hast es getötet. Aber es hält noch. Seine Form. Ja, weil Lukas ist mit einfach mit. Endlich ist dieses Monster von uns gegangen. Also ich brauche jetzt eine Motorsäge und einen Beil. Ja. Wo fände ich das jetzt? Ja. Have no idea. Ja, Motorsäge weiß ich wo. Wo? Ganz am Anfang bei der Werkstatt, wenn du rausgehst, über den Lastwagen drüber. Du könntest doch einfach in einen Unterschlupf gehen und das Zeug so holen. Gibt das auch? Keine Ahnung. Jo. Das habe ich auch erst viel, viel später, weil der Unterschlupf ist nämlich hier hinten, nehme ich gleich, oder? Auf der rechten Seite. Was ist das Grüne? Nein, das ist, denkst du, oder? Das ist eine Werkstatt. Das ist eine Werkstatt, oder? Ja, was brauchen wir denn sicher nicht, denkst du, oder? Okay, nee, hier ist gar keins, oder wie? Was? Oder wie? Sicherheitszone. Hier ist eine Sicherheitszone, Zuche. Zuche. Zuche, Sicherheitszuche. Sicherheitszuche. Hoche. Hoche. Ja, vorhin so schön draufklettern und da nicht drüber kommen. Voll idiot. Handtasche. Ja, wie jetzt? Im Menü, was wolltest du vorher? Wie geht das jetzt? Wenn ich in der sicheren Zone bin, wo muss ich? Ja, beim Waffenkasten. Achso. Ach, Herr Jemine. Ach, Frau am Start. Die Chance ist so groß. Aber da sind ja Sportautos. Hast du die eigentlich auch schon kombiniert? Das weiß ich gar nicht. Musst du mal schauen. Nö. Nö, keine Lust. Sitz los. Was? Was war das? Da explodiert gleich irgendwas in der Luft. Achso, das eine Auto, okay. Aber ich glaube, ein Sportauto und ein Motorrad, glaube ich, kann ich kombinieren oder so. Soll ich jetzt nochmal umdrehen, oder? Nee. Du kennst ja meine Fahrkünste. Ja, wir alle kennen jetzt deine Fahrkünste. Muscle Car! Vielleicht lässt sich die zwei. Auch nicht. Nimm das Muscle Car. Nimm den Bus. Nimm den Vergewaltigungsbus. Drei Fahrzeuge miteinander kombiniert. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Nö. Schade. Ja. Egal. Zombie-Gemetzel! Jee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 e
Heimwerker-Champion. Erledige innerhalb des Zeitlimits so viele Zombies wie möglich, ausschließlich mit Kombi-Bug. Wow. Achso, das war das Auto. So, zerreißt es eigentlich immer alles. Ja, warum nicht? Warum schon? Hast du schon mal ein Auto auf dem Kopf gesehen? Ja. Ja, und das ist dann auch explodiert. Was du nicht mehr hingesehen hast. Der Walzer? Nein, das muss ich. Das weiß ich nicht. Oh, ich steig trotzdem mal in den Dachwalzer. Ja. Was ist mit der Zombie da? X! Er will, dass du X drückst. Schau, ich schieb das Auto vor mir. Hast jetzt die Aufgabe hast du jetzt nicht gestartet, oder? Schon. Doch? Ja. Brauchst du aber Kombiwaffen? Nee, ich meine, nein, das hab ich nicht. Okay. Was für ein schöner Tag, bitte, nicht wahr? Ein bisschen feucht. Ja, also komische rote Brühe vom Tier die ganze Zeit rein. Ja. Das hat man auch, das wunderschöne, wie sagt man, die Schutzausrüstung. Ja, das schöne Dach, ja. Das schöne Dach ist eine Cabrio-Dampfwalze. Cabrio-Dampfwalze? Etwas langsam ist sie schon, muss ich schon sagen. Bom. Wo kam der jetzt her? Ja, auf der Seite rechts ist sie umgesessen. Okay. Ja, meine Freunde, das war's auch schon wieder. Ja. Ah, mit X schießt er einfach mal in die Höhe. Ja. Puff. Puff. Den Schuss habe ich bei diesen dürfen Ding. Eine noch. Ja, jetzt ist eine noch. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, Mann. Gib's mal weg. Jetzt springe ich hier wieder rüber. Chuchuch, Motherfucker. Zack, zack, zack. Aber mich wundert es, wie schnell diese Zombies wieder regenerieren. Also ja. Auf einmal nachspawnen, ja. Nachspawnen, ja. Ja, aber ansonsten wäre es, wow, schnell langweilig, weil so schnell wie man hier Zombies ausrottet mit Dampfwalze, Motorradwalze, sonst irgendwelchen ja, das stimmt schon, Gefährten. Ja. Obwohl es mal interessant wäre, wie lange du brauchen würdest für alle Zombies auf der Welt. Also wenn sie nicht nachspawnen würden, wie viele das überhaupt auf der Welt gespawnt sind. Wäre interessant. Das wäre wirklich interessant. Ja. Weil ich meine, es sind jetzt wie viele, warte, 33.000, das sind schon ziemlich viele. Und wie sie einfach immer wieder fliegen. Ja, schau. Vorsicht! Ja Leute, danke fürs Zusehen. Wir sehen uns um 23.45 Uhr wieder zum großen Silvester Crowtech Silvester Stadel Countdown. Ja, versäumt es ja nicht, ihr Penner. Da. Ihr Penner. Schreibt den Penner, er ist ein Penner, ihr Penner. Nee, ihr seid keine Penner, aber 23.45 Uhr, danke fürs Zusehen, Leute, ciao! Hast du die Zuschauer Penner? Hey, was ist denn da los? Man denkt, ist das seltsam? Ja, ist noch nicht geräumt, weißt du.